Kindern erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit entdecken. Die gemeinnützige und unabhängige VRD-Stiftung für erneuerbare Energien wurde 1997 gegründet. Seitdem hat sie unterschiedlichste Projekte rund um das Thema erneuerbare Energie initiiert und gefördert. Seit einigen Jahren konzentriert sie sich auf das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung mit dem Schwerpunkt Energie für Schulen und Kitas. Weiterführenden Schulen und Grundschulen bietet die VRD-Stiftung ein modulares, komplettes Lehrkonzept an. Lehrerhandreichung, zahlreiche Arbeitsblätter sowie Lernspiele und Experimente sind dabei aufeinander abgestimmt. Durch den flexiblen Aufbau kann es in verschiedenen Fächern und Zeiträumen in unterschiedlicher Intensität im Unterricht eingesetzt werden. Schülerinnen und Schüler eignen sich dabei fächerübergreifend Grundlagenwissen und Eckdaten an, wodurch sie Orientierungswissen in einem zukunftsweisenden, komplexen Thema erhalten. Durch Patenbesuche bei Grundschülern und Kita-Kindern geben sie dies anschließend altersgerecht an Jüngere weiter. Lernen durch Lehren. Das Programm wurde über mehrere Jahre in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt entwickelt und erprobt. Didaktische Prinzipien sind das forschend entdeckende Lernen und die Nutzung besonderer Lernumgebungen wie Patenbesuche, Experteneinbindung und Exkursionen. Das Vorhaben wurde durch Bildungsexperten evaluiert und inzwischen verwenden es zahlreiche Schulen in etlichen Bundesländern. Dieses Programm ermöglicht Unterricht zum Thema Energie und Nachhaltigkeit von 2 Stunden pro Woche über ein ganzes Schuljahr hinweg. In manchen Bundesländern ist dies im Fächerverbund oder als freiwillige AG möglich. Doch durch die Aufteilung in 5 Module aus je mehreren Lehreinheiten kann es auch in Ausschnitten genutzt werden. Dies bietet sich zum Beispiel für Schulfächer wie Erdkunde, Physik, Biologie und Chemie oder für Projekttage bzw. Projektwochen an. Modul 1 beschäftigt sich mit den Grundlagen von Energie und Sonnenkraft, zum Beispiel Energieträgern und Wandlern, und besteht aus 6 Unterrichtseinheiten. Modul 2 befasst sich mit der Pflanzenkraft, zum Beispiel Photosynthese und Bioenergie, und besteht aus 3 Unterrichtseinheiten. Modul 3 behandelt die kritischen Themen endlicher Energieträger, Klimaerwärmung und Kohlendioxidausstoß und besteht aus 6 Unterrichtseinheiten. Die globalen Themen in Modul 3 können gut mit den Fächern Religion und Ethik verbunden werden. Modul 4 beschäftigt sich mit Wasser- und Windkraft und besteht aus 4 Unterrichtseinheiten. Hier kann auch mit Holzbausätzen gearbeitet werden. Hinzu kommt ein Abschlussmodul aus 4 Unterrichtseinheiten. 3 Module schließen mit einem Patenbesuch in einer Kita oder Grundschule ab, sodass fruchtbare Bildungspartnerschaften zwischen den Einrichtungen auch über dieses Projekt hinaus entstehen können. Die Schülerinnen und Schüler, die durch den Unterricht Energieexperten wurden, bringen anschließend den Jüngeren spielerisch und altersgerecht das Thema erneuerbare Energie näher. Das Unterrichtsmaterial schließt daher auch das von der VRD-Stiftung produzierte Kinderbuch Die kleine Rennmaus und ihr Zauberhaus mit Hörspiel- und Lieder-CD sowie die Rennmaus-Handpuppe ein. Beides kann gut bei den Patenbesuchen verwendet werden. Organisation und Durchführung der Besuche werden in der Lehrerhandreichung ausführlich beschrieben. Die VRD-Stiftung begleitet und berät durchführende Schulen dauerhaft und steht immer als Ansprechpartnerin zur Verfügung.